So, da bin ich wieder. Und um die restlichen Schatzkarten für die Herzteile zu finden, brauche ich die Fotobox Deluxe, die ich noch nicht habe. Ich habe nur die normale Fotobox. Das heißt, wir müssen die Fotobox-Quest eben machen. Die dauert eigentlich an sich nicht lange. Wo war der Typ nochmal zu Hause? Da oben. Die machen wir dann jetzt. Ich habe auch noch grob im Kopf, was man macht. Ich glaube, ein paar Fotos schießen. Das letzte weiß ich noch nicht. Dann mit der Fotobox Deluxe können wir nämlich Farbbilder machen. Schon seit meinen Jugendjahren beschäftige ich mich mit dem Bau von Fotoboxen. Es ist mein Lebenstraum, die ultimative Box zu schaffen und damit die Fotografie zu revolutionieren. Und ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Würdest du gerne mein Assistent werden, um mir bei meiner Forschung zu helfen? Oh ja, gerne. Das ist auch wirklich dein Ernst, aber bitte mach dir keine Illusionen, es ist ein langer Weg zum Assistenten. Als Assistent musst du in der Lage sein, jeder meiner Anweisungen im Handumdrehen zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Ich schlage vor, wir stellen dich erstmal ein wenig auf die Probe. Na, traust du dir das zu? Na und ob? Schön, so soll es sein. Wie war gleich wieder dein Name, Link? Gut, ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Und wenn du sie alle zu lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Link. Kommen wir also zur ersten Aufgabe. Ein Liebesbrief, ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken, und das, obwohl ihn seine Angehimmelte schon mit Körben überhäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seiner Persistenz leidet, würde ich gerne demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Deine Aufgabe ist es nun, ein Beweislichtbild zu machen, auf dem zu sehen ist, wie er einen seiner Liebesbriefe einwirft. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, dann darf ich dir solch eine Aufgabe keinen großen Schwierigkeiten bereiten. Nein, tut sie nicht. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, am Briefkasten warten. Und dann ein Foto von dem Typen machen, der dann deinen Brief da einwirft. Zack. Fotobox. Yay, ich kann auch 3 Lichtbilder machen. So. Ich hoffe, das war so. Ich hoffe, ich erwische den Typen auch sofort. Ich weiß noch nicht, ob er nachts kommt oder so. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich das mache. Zeitraffer. Moment, das ist der Typ, der spazieren geht. Da, das könnte der doch sein, oder? Es muss ja einer sein, der hier rumläuft. Theoretisch. Oh, das ist natürlich... Jetzt kommt er wahrscheinlich und ich kann kein Foto machen. Das wäre voll toll. Nicht. Schnell. Schnell. So. Gut. Da kommt jemand. Vielleicht ist er das. Und der will immer Fotos haben, die gut aussehen. Also so, dass man auch das Gesicht sieht. So. Vielleicht ist er das. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Der bleibt stehen, wenn er mich sieht. Komm, lauf weiter. Bist du der Typ, der die Liebesbriefe einwirft? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Na? Nein? Okay, Kommen wir nachts? Ich schneide eben. Ich guck mal, wann der kam, ob ich irgendwie was rausfinde. Bis gleich. So, während ich hier rumstand, ist eine Person aufgetaucht, die da mich anschaut. Und weil ich zu nah am Briefkasten stehe, kommt die nicht. Das ist die Person, die den Brief einwirft. Also machen wir davon jetzt ein Foto. Guck mich nicht an. Hallo, E-Mail-Programm. Verdammt. Jetzt guckt der natürlich. Mach Foto. Schaut sich um. Und. Ja, behalten wir es mal. Ich habe, glaube ich, zu spät geknipst. Verdammt. Ansonsten machen wir das einfach nochmal. Das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Auf einmal war der Brief weg. Ich dachte, der lässt den Brief noch elegant los oder so. Aber nein. Okay, versuchen wir das mal abzugeben. Wenn nicht, wisst ihr Bescheid. Der Typ war das. Ich habe wirklich dann rumgestanden und der Typ kam dann. Auf einmal da langgelaufen. So, jetzt zeige ich ihm das mal. Din, 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 din. In dieser Stadt gibt es ihn, der nicht müde wird. Ja. Ganz Licht, ganz Körper. Ja, ich hoffe, das zählt.
Okay. Bis gleich, mach das noch mal. Hier beobachten wir den heimlichen Liebesbriefschreiber, wie er aus seinem täglichen Gang zum Briefkasten ist und einen Brief einwerfen will. Wir werden in diesem Moment ein sehr schönes Foto schießen. Hoffentlich. Und zack. Ich hoffe, das war gut. So. Redest du auch mit uns? Was willst du? Was willst du was von mir? Nein, okay. gut. Ich hoffe, das war jetzt gut, das Foto. Auch wenn die Bilder allgemein ein bisschen unscharf werden, ich wäre damit nicht zufrieden, aber naja, der Typ scheint es zu sein. Ist halt nicht das Wahre, diese Fotobox. So. Deswegen wollen wir auch die Fotobox Deluxe, die macht auch Farbbilder. Und wehe, das Bild passt dir nicht, Junge. Dann weiß ich auch nicht. Umschalten. Das möchte ich herzeigen. Na, Scheiße. Bis gleich. So, ich habe ein neues geschossen. Nachdem ich das alte dooferweise gelöscht habe. Wow. Reden. In dieser Stadt gibt es jemanden. Ja, das weiß ich. Ich möchte dir das Foto zeigen. Du hast zurzeit ein Lichtbild. Möchtest du das Lichtbild herzeigen, nicht löschen? Gut. Oho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Liebe muss wohl blind und taub machen, sonst hätte er doch schon längst mitbekommen, wie vergeblich sein Bemühen ist. Da werden Erinnerungen an meine eigene Jugend wach. Als ich, aber lassen wir das. Die erste Aufgabe hast du jedenfalls mit Bravour bestanden. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. So, gib mir die nächste Aufgabe. Gut, kommen wir nun zur zweiten Aufgabe. Finde mir den größten Feigling der Stadt. Ich werde dann dafür sorgen, dass er etwas mehr Mut fasst. Deine Aufgabe ist es nun, diesen Hasenfuß im Moment des Erschreckens abzulichten. Ob du diese Aufgabe auch bewältigen wirst? Ich weiß, wo dieser Hasenfuß noch sitzt. Der sitzt im Café drin. Moment. Da gehen wir dann jetzt hin. Machen ein Foto von dem. Ich weiß sogar noch, wie man den erschrecken kann. Der sitzt im Café da unten. Ist so ein Opa, glaube ich. Mal gucken, der sitzt hier irgendwo an dem Tisch. Er ist das. Ich weiß nicht, ob das reicht. Machen wir einfach nochmal. Eins. Indem wir uns in die Wand rollen und dann erschreckt er sich. Lang genug eigentlich. Ey. So. Ich glaube, das war besser. Okay, gehen wir zurück und zeigen ihm das. Ich weiß gar nicht, ob nur der Kopf drauf sein muss. Und die dritte Aufgabe war. Dritte. Hat er mir jetzt sogar vier gegeben? Ich weiß nicht, wie viele Aufgaben der mir gegeben hat. Da gab es, glaube ich, noch einen Haken an der Sache. Man musste, glaube ich, noch was außerhalb von Portemonnaie machen. Au, das wollte ich nicht. Hallo, ich möchte dir das Bild zeigen. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Zweifelsohne, das muss der größte Feigling der Stadt sein. Auch diese Aufgabe hast du bravourös bestanden. Wirklich einfach nur köstlich, dieses Lichtbild. Auch die zweite Aufgabe hat dich vor keine größeren Probleme gestellt. Gratuliere. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. So, gib mir die dritte Aufgabe. Also dann, endlich ist es soweit. Die dritte und letzte Aufgabe wartet darauf, von dir gemeistert zu werden. In dieser Stadt gibt es einen Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind, aber aus irgendwelchen Gründen sind beide leider zu schüchtern, sich endlich mal anzusprechen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen, verstohlenen Blick zu, wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Diese Stadt und ihre Bürger liegen mir sehr am Herzen und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Fall ein wenig den Amor zu spielen. Deine Aufgabe ist es nun, den Moment auf Lichtbild zu bannen, in dem ihre Gefühle füreinander offensichtlich sind. Hallo, E-Mail-Programm. Und wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Ho, ho, ho. Heitere Aussichten, nicht wahr? Also streng dich an, Freund. Okay, das weiß ich auch. Da müssen wir wieder warten. Ich hoffe nicht allzu lang. Weil der Typ läuft rum und die Frau nicht. Da ist die Frau. Und wir müssen jetzt auf den Typen warten, der hier immer rumläuft, den ich zuerst fotografieren wollte. Die Kinder gehen mir ganz schön auf den Nerven. Hallo Kinder.
Was wollt ihr von mir? Wollt ihr Ärger? Ich guck mal, wo der Typ, ob der Typ schon irgendwie weit ist. Kommt der hier lang? Nee, da lang kommt er. Oder? Nein. War das überhaupt die Frau? Ich meine schon. Oder war das eine tiefer Moment? Ich guck nochmal nach. Den, 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 den. Ja, das war da oben, auf jeden Fall. So, nur warten, bis der Typ mal hier lang kommt. Ich meine, das war hier. Mal mit ihr reden. Na, was wagst du zu meinem Kleid? Selten und hübsch, nicht wahr? Das hat mir mal eine Freundin aus Präludien geschickt. Sie ist ein sehr geschicktes Mädchen und eine ganz fantastische Wasserkrüge. Und kann. Oh, ich kann heute nicht lesen. Und kann ganz fantastische Wasserkrüge auf ihren Kopf balancieren. Ja, die Frau kennen wir. Wo kam der Typ her? Kam der von da? Ja. Da unten steht er. Auf den müssen wir jetzt warten. Im Hintergrund sieht man den. Auf den müssen wir jetzt warten, bis der oben ist. Bis er hier hochkommt und die Frau anguckt. Währenddessen laufe ich im Kreis mit den Kiddies. Komm. Ach, egal. Ja, das ist sehr nervig hier. Ich weiß gar nicht, ob der hier hochkommt. Ich glaube, der kommt hier hoch. Das wäre das einzig Logische, weil ich habe das Foto so im Kopf, dass er hier steht und sie anguckt. Gehen wir mal runter gucken. Da ist er. Komm. Das ist doof, wenn die einen sehen, dann gucken sie einen immer ganz lange an und gehen nicht weiter. Gehst du jetzt hier links hoch oder weiter geradeaus? Ah, du gehst links. Das ist schön. Müssen wir auch den richtigen Moment abpassen. So, Kiddies, geht mir nicht auf den Nerven. Boah, ihr geht mir voll auf den Nerven. Geh mal weg. So. Die beiden muss ich jetzt fotografieren, wie sie sich angucken. Da, da, da. Da kommt er. Schaut euch an. Komm. Zack. Unscharfes Bild ist unscharf. Und noch eins. So. Das müsste es eigentlich gewesen sein mit den Bildern. Ich hoffe, der nimmt das jetzt so an. Ich hoffe, das war eben die richtige Perspektive für ihn. Ja, warum spreche ich dich eigentlich an? So. Oh, es war richtig. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Diese beiden waren das also. Ihre Blicke waren wohl so verstohlen, dass selbst ich nichts davon mitbekommen habe. Und dabei lebe ich ja auch schon so manchen Lenz. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sie nur als nützlich erweisen. Bravo, du hast damit alle Aufgaben gemeistert, die ich dir gestellt habe. Von nun an darfst du dich also als meinen Assistenten betrachten. Zur Belohnung will ich dir noch dies hier geben. Die Dame nebenan meinte jedenfalls, solche seien sehr kostbar. Hey, die brauche ich auch noch. Immer noch so viele von... Von nun sind unsere Seelen für immer verbunden, egal ob Regen oder Sturm. Lass uns gemeinsam den ehrbaren Weg der Fotografie gehen, auf dass uns die Motive nie ausgehen mögen. Hohohoho. Und jetzt? Von nun sind unsere Seelen bla 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 bla. Ja, schön, dass ich jetzt sein Assistent bin. Und nun? Was muss ich tun? Komm. Sagst du jetzt was Neues? Ich brauche irgendwie noch eine Aufgabe von dir. Ich will die Box haben. Link, mein Assistent und Freund, hast du schon jemals von Farblichtbildern gehört? Nach langen Jahren der Forschung weiß ich nun, dass es eines sehr starken Lichtes bedarf, um Bilder auch in Farbe erstrahlen zu lassen, aber nicht irgendein Licht. Es muss pures und ungetrübtes Licht sein, klar und unübertroffen in seiner Reinheit. Mir wurde zugetragen, dass es auf Tantopia eine mysteriöse Lebensform geben soll, die ein gar magisches und exquisites Licht ausstrahlen soll. Ob du mir für meine Forschung wohl eine dieser Lebensformen in einer Flasche mitbringen könntest? Das war das, was man außerhalb von
Dings machen musste, von Portemonnaie, ein Glühwürmchen fangen auf Tantopia. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Gehen wir schnell hin. Habe ich eine leere Flasche? Ja, habe ich. Gut. Ja, schneide ich euch das? Ja, ich schneide euch das. Ich schneide eh schon die ganze Zeit jetzt diesen ganzen Zwischenkram. Bis gleich. So, hier befinden wir uns jetzt in Tantopia. Und jetzt muss ich mir hier so ein Glühwürmchen suchen. Die fallen auf. Und ich meine, die sind überall so Pünktchen und Glühwürmchen. Aber der Typ will ein bestimmtes, das hier irgendwo rumfliegt. Das fällt auf, weil es heller leuchtet. Da ist es. Und so buntfarben. Da, das da. Das will er haben. So. Hätten wir das auch. Du hast ein Tannenglühwürmchen in der Flasche gefangen. Ein mysteriöses Lebewesen, das ein merkwürdiges Licht ausstrahlt. So, und jetzt gehe ich dann mal wieder zurück. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Portemonnaie mit dem Glühwürmchen im Gepäck. Den ich jetzt nicht ausrüsten werde, weil ich bin wieder so ein Glückspilz und lasse den einfach frei. So, dann gehen wir mal hier zum Fotobox-Menschen. Lassen uns dann die Fotobox Deluxe bauen und dann können wir auch schon noch ein paar Quests mehr machen. Und uns vor allem zwei Karten noch holen für die Herzteile. Mein Assistent und Freund, hast du schon. Ja, komm. Das hast du mir schon erzählt. Ich möchte dir das Glühwürmchen geben. Hier, kannst du haben. Ist das etwa unglaublich, diese Reinheit, diese Leuchtkraft. Was für ein fantastisches Licht. Man sagt, sie seien ausgestorben, aber du bringst mein Tannenglühwürmchen. Die Tannenglühwürmchen sollen seit Urzeiten über ein mystisches Licht verfügen, so heißt es. Ich werde es in deine Fotobox einsetzen, Link. Zu diesem Zweck wirst du sie mir allerdings kurz borgen müssen. Ich denke, das wäre so ziemlich alles. Deine Fotobox stellt jetzt die Deluxe-Version dar. Durch die Einspeisung einer mysteriösen Lichtquelle kannst du nun Farblichtbilder machen. Rufe das Item hier auf, bla bla bla. So, jetzt bist du in der Lage, herrliche Farblichtbilder anstatt der bisherigen Schwarz-Weiß-Lichtbilder zu machen, Link. All die Jahre der Forschung dabei war die Antwort eigentlich so einfach. Und nun geh hinaus in die weite Welt und fotografiere alles, was dir vor den Sucher kommt. Und nicht vergessen, denk dabei an mich, mein Assistent und Freund. Jawohl, Meister. Gut, ein Foto vom Vollmond brauchen wir. Müssen das jemand zeigen? Und vor Apotheke. Wo ist denn hier eine Apotheke? Ist das hier eine Apotheke? Oh, du bist es versehentlich. Ich arbeite doch gewissenhaft. Ich schleiche mich nachts nicht mehr heimlich rum und ich fahre extra weit raus, um auf anderen Inseln zu arbeiten. Ja. Okay. Ist das hier eine Frau vor Apotheke? Das ist die Apotheke. Von der müssen wir ein Foto machen. Vom Kopf und vom Oberkörper zumindest. Und es ihr dann zeigen. So. Und so unscharf werden ist ja ekelhaft. Naja. Das. So sehe ich also heute aus, aber meine Haut ist ja immer noch genauso glatt und straff wie früher. Ich bin also noch genauso hinreißend wie seinerzeit. Du weißt gar nicht, wie gut einem manchmal etwas Bestätigung tut. Danke, dass du mir so gute Laune beschert hast. Hoffentlich kann ich dir damit eine kleine Aufmerksamkeit an eben solche schenken. Was kann ich dir mit einer kleinen Kleinigkeit, kleinen Aufmerksamkeit tun, einer eben solchen schenken? Wow! Ja, eine Schatzkarte für das nächste Herzteil. Ui. So, und jetzt brauche ich ein Foto vom Vollmond. Die hat mein Sohn irgendwo gefunden. Ich dachte, es könnte vielleicht etwas sein, worüber du dich freust. Schließlich ist mein Sohn auch absolut verrückt nach so etwas. Okay. Dann einmal die gute Tag- und Nachtmusik. Ich hoffe, es ist Vollmond. Sonst muss ich das noch ein paar Mal machen. Verdammt. Ich hoffe, wir haben Glück. Haben wir Glück? Wo ist der Mond? Mond. Och, der Briefkasten wackelt. Hallo, Briefkasten. Guten Abend. Ich habe einen Brief für Link. Hier ist der erste Brief. An das Vorbild meines Sohnes. Ich danke dir, dass du dies für so ein... So, für... Ich kann heute überhaupt
nicht lesen. Danke, dass du dich so für meinen Sohn einsetzt. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm das kleine Geschenk an, dass ich den Brief beigelegt habe. Es kommt vom Herzen. Bitte sei meinem Sohn auch weiterhin ein so gutes Vorbild. Mit herzlichen Grüßen, Balds Mutter. Da ist das lang ersehnte Herzteil für die 25 Briefe. Somit habe ich das jetzt auch gekriegt. Sehr schön. So, und wo ist der Mond? Es ist natürlich nicht Vollmond. Okay, ich mache das so lange, bis Vollmond ist. Bis gleich.